Ja, mein Name ist Markus Kohler, ich bin der Betriebsratsvorsitzende im Landeskrankenhaus Feldkirch. Heute wird vor den Krankenhäusern in Vorarlberg wieder gestreikt, ganz unter dem Motto Achtung Gesundheit. Was genau passiert hier und warum? Also es ist kein Streik, es ist eine Kundgebung, die darauf aufmerksam machen will, dass die Pflege am Limit ist, dass es mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen braucht. Wie viele Mitarbeiter sind denn hier zum Beispiel beim Landeskrankenhaus Feldkirch mit dabei? Ich hoffe, es kommen noch einige. Bei der letzten kurzen Kundgebung im November waren es ca. 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Mittagspause für 10 Minuten vor das Krankenhaus gekommen sind. Was sind denn hier die größten Missstände? Es geht ja darum, es wird zu wenig gezahlt, es gibt zu viel Arbeit, zu wenig Leute. Es braucht mehr Personal, damit die Mitarbeiter dann wieder eine Dienstplansicherheit haben, damit sie die Gewissheit haben, ich kann so arbeiten, wie ich bezahlt werde und eingeteilt bin. In den letzten Jahren hat die Arbeit zugenommen, die Arbeit hat sich verdichtet, das Personal ist mehr oder weniger immer gleich geblieben. Und das geht auf Dauer so nicht mehr. Was wäre denn die konkrete Forderung jetzt? Die konkreten Forderungen sind mehr Personal, verpflichtende Stellen, dass es Konsequenzen hat, wenn die Stellen unbesetzt sind, sprich, dass eben Leistungen eingeschränkt werden müssen, dass die Ausbildung forciert werden muss, auch die Ausbildung für Quereinsteiger, Quereinsteigerinnen attraktiv zu machen. Es braucht ganz viele Schrauben, an denen gedreht wird, damit wir für die Zukunft ausreichend Personal haben. Auch eine Bürgerinitiative soll noch dazukommen, um eure Forderungen weiter zu unterstützen und klar zu machen. Ja, das ist eine Bürgerinitiative der Offensive Gesundheit, einer Aktion der Gewerkschaften, der Ärztekammer und der Arbeiterkammer. Und in dieser Bürgerinitiative wird mehr Personal, bessere Arbeitsbedingungen, Erweiterung der Ausbildungsplätze gefordert. Die kann man ab heute unterschreiben? Die ist ab heute gestartet und wird bis Mitte Mai laufen. Ich bin noch nicht lange im Beruf, aber ich merke schon, dass es einfach viele Sachen gibt, die sich ändern müssen, wo einfach schief laufen. Du merkst mit Personalmangel, es kann so nicht weitergehen. Mir wäre besonders wichtig, dass wir endlich entsprechend entlohnt wären, wie es fair wäre und dass wir mehr Personal kriegen. Ich arbeite seit vielen Jahren nach dem Unfall in Feldkirch, das auch noch recht gern. Ich bin da, weil ich finde, dass jede einzelne Stimme wichtig ist. Dass man uns sagen müssen, dass es wirklich 11:55 ist und dass jetzt was passieren muss. Ich arbeite ebenfalls seit vielen Jahren auf der Unfallchirurgie. Ich arbeite auch gern dort. Und ich kann eigentlich das, was mir die Kollegin Carmen gesagt hat, kann mich nur anschliessen. Den Worten, ja. Es muss also einfach was vorwärts gehen. Ich denke, ihr werdet die Bürgerinitiative auf jeden Fall auch unterstützen als Mitarbeiter. Auf alle Fälle, ja. Auf jeden Fall, ja. Und ohne es weiterhin publik machen und dranbleiben. Wir würden auch nicht aufgehen. Und bezüglich dem Personalmangel muss ich auch sagen, dass wir schon seit über 20 Jahren wissen, dass seit einigen Jahren einige in Pension gehen, also etliche in Pension gehen. Wir haben das vor 20, 25 Jahren schon gewusst. Man hat das gesehen, aber man tut nichts. Man bildet nicht mehr aus oder man erschwert es. Die Quereinsteiger sind, die haben fast kein Geld. Von was sollen die leben, wenn sie dreijährige Ausbildung machen möchten?